Sehr vielen Dank, Herr Präsident, verehrte Kollegen. In der Frage der Ausrüstung niedersächsischer Polizeibeamter mit Distanz-Elektro-Impulsgeräten, kurz Taser, zeigt sich diese Landesregierung in Abwesenheit einmal mehr sachlichen Argumenten nicht zugänglich. Die rot-grünen Fraktionen sind es ohnehin nicht. Die Landesregierung verweigert es, die positiven Erfahrungen zur Kenntnis zu nehmen, die Polizeibeamte in anderen Bundesländern mit dem Einsatz des Tasers in der dienstlichen Praxis gemacht haben. Beispiel NRW. Laut dem dortigen Innenminister Herbert Reul hat es sich nicht nur gezeigt, dass der Taser im Vergleich zur Schusswaffe ein vergleichsweise schonendes, aber dennoch wirksames Einsatzmittel ist. Nein, der Taser hat auch eine stark präventive und deeskalierende Wirkung. Die bloße Androhung des Tasers im Einsatz, teils verstärkt durch die Demonstration des Lichtbogens, hat dort in NRW in den allermeisten der bisherigen Anwendungsfälle zur Deeskalation der Einsatzsituation geführt. Die gleichen Erfahrungen werden aus Rheinland-Pfalz gemeldet, wo mittlerweile alle Streifenwagen mit einem Taser ausgestattet sind. Auch in Niedersachsen gab es immer wieder Vorfälle für die Polizei in Einsatzsituationen, in denen der Einsatz eines Tasers mutmaßlich einen Schusswaffengebrauch hätte verhindern können, um einer Gefahr von Leib und Leben zu begegnen. So hätte der Einsatz eines Tasers am 17. Mai dieses Jahres in einer Asylunterkunft in Hannover-Vielenhorst mit hoher Wahrscheinlichkeit den dort erfolgten Schusswaffengebrauch eines Polizeibeamten verhindert, bei dem ein 25-jähriger Migrant mit einem Messerangriff, nach einem Messerangriff lebensgefährlich verletzt wurde. Ebenso hätte der Einsatz eines Tasers am 3. Oktober 2021 in Hasefeld im Landkreis Stade mit hoher Wahrscheinlichkeit den Tod eines 20-jährigen Asylbewerbers verhindert, der ebenfalls nach einem Messerangriff in einer Asylunterkunft von der Polizei erschossen wurde. Es werden auf absehbarer Zeit nicht die letzten Vorkommnisse dieser Art gewesen sein. Denn durch die anhaltende illegale Massenmigration nach Deutschland und Niedersachsen erhöht sich auch das Gewaltpotenzial in diesem Land. Und deshalb ist es notwendig, endlich die Lücke zwischen dem polizeilichen Einsatzmittel Reizgas einerseits und der Schusswaffe andererseits zu schließen. Aber, werte Kollegen, anstatt die positiven Erfahrungen aus anderen Bundesländern mal zum Anlass zu nehmen, den aktuellen Entwicklungen und daraus erwachsenen Erfordernissen an die Ausrüstung der Polizei Rechnung zu tragen, lässt die Landesregierung unsere Polizei nicht nur unvollständig ausgestattet, sie bringt ja auch ein gewisses Misstrauen in Bezug auf die Fähigkeit des sachgemäßen Einsatzes des Tasers entgegen. Anerkennung und Lob sowie Anerkennung und Respekt sieht trotz anderer Lippenbekenntnisse anders aus, werte Kollegen. Jetzt konnte man heute vernehmen, dass die CDU einen eigentlich ist es ein Änderungsantrag zu unserem Antrag, aber Sie haben ihn als Direktüberweisung in den Innenausschuss gesetzt, dass dort erstmal Pilotprojekte im Bereich des Tasers und des Einsatzes des Tasers in der Polizei gemacht werden müssen oder sollen. Die Wahrheit ist, es gab schon ausreichend Erkenntnisse und ausreichend Pilotprojekten in NRW, in Rheinland-Pfalz, aber auch in unseren Nachbarländern Niederlande, Belgien und auch in den Großbritannien. Wir wissen alles über den Taser, über seine Effizienz und den Erfolg als Einsatzmittel für die Polizei. Da bitten Sie, lassen Sie uns den, ich komme zum Schluss, Herr Präsident, lassen Sie uns den Weg gehen, statten wir die Polizei so aus, dass sie die Bürger und sich selbst in Zukunft besser schützen kann. Vielen Dank.